Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber hoffentlich nicht minder interessanten Video zu Assassin's Creed Valhalla. Denn ich möchte heute nochmal eine ganz besondere Person in dem Spiel beleuchten, nämlich Reda. Da gibt es nämlich aktuell eine Quest, eine Aufgabe, eine Herausforderung, die ist zeitlich limitiert und ich habe mir gedacht, es wäre doch ganz nett, die mal hier aufzunehmen, bevor sie nicht mehr zu machen ist. Und zwar geht es hier um dieses Ding, Redas bester Freund. Das ist ein Pferd aus Assassin's Creed Origins und Reda stammt ja auch quasi aus diesem Teil. Das ist ja diese geheime Verbindung, also man ist ja total überrascht, wenn der auf einmal im Dorf in Hefnertop auftaucht. Also ich war es zumindest damals, als ich die Hauptquest gespielt habe. Und ja, dass man jetzt bei einer Herausforderung ein Pferd als Belohnung bekommt, das ist doch wirklich mal was Ungewöhnliches. Hatte ich bis jetzt auch so noch nicht. Insofern hoffe ich, es gefällt euch, wenn ich euch das jetzt mal zeige, wie es geht. Ich hoffe, ich schaff's. Ich blende jetzt erst nochmal das Pferdchen aus. Das habt ihr jetzt gesehen. Ich hoffe, wir finden es dann auch gleich. Und gehe mal direkt zum Spiel rüber. So, da wären wir. Also Inventar. Ich glaube, zur Feier des Tages werde ich einfach mal Reda ein anderes Outfit noch anziehen. Weil es gibt hier ein Outfit. Und zwar hier. Bayex Montour. So ein bisschen als Hommage an Origins. Bayek ist ja... Was erzähle ich euch? Bayek, Hauptfigur von Origins. Okay. Gut. So. Dann mal auf zu Reda. Ja, Hundi. Muss man natürlich erst nochmal streicheln, ist doch klar. Na du? Na, du bist ein Feiner. Ja, oh, ja. Mann, Mann. Ich habe hier übrigens noch die Rüstung, also die Rest der Rüstung, weil ich habe jetzt bei Ex-Montur angezogen, den Helm ausgeblendet von den aktuellen Flussraubzügen an und auch die Bewaffnung dazu. So, und da ist Reda. Bevor ich jetzt mit ihm rede, hier drüben, da war ja schon eine Verbindung zu den, ja, zu Origins, beziehungsweise den Vorgängerspielen. Und zwar hat man diesen Brief freigeschaltet, wenn man diese ganzen Assassinen-Aufgaben hier im Spiel gemacht hat. Ich kann ihn ja euch nochmal kurz zeigen, falls ihr den noch nicht kennt. Eine Warnung, meine Geliebte. Ich hörte zahlreiche Legenden über einen geheimen Kodex, der unter den Gesandten unserer Vereinigung herumgereicht wird. Innerhalb und außerhalb des Imperiums von Augustus. Es ist der Magas-Kodex. Und er nennt deinen Namen als eine der Gründerinnen der Verborgenen. Abgesehen davon, dass er dich in Gefahr bringt, untergräbt er alles, was wir zu erreichen versucht haben. Wir kämpfen für Gerechtigkeit. Wir scheuen das Licht des Lobs für unsere guten Taten und leben in den Schatten unserer Triumphe. Solltest du Seiten dieses Kodex sehen, rate ich dir, sie zu vernichten, um den Traum der Verborgenen am Leben zu halten. Ich weiß wohl, dass das kein einfaches Unterfangen ist. Nur wenige Männer und Frauen vermögen ein solches Geheimnis lange zu wahren. Und am Ende scheitern wir vielleicht. Nein. Doch dann scheitern wir im Namen der Gerechtigkeit. Wenigstens pass auf dich auf, meine Liebe. Meine Isis. Mein Nordstern. Auch in meinen schwindenden Tagen verbleibe ich auf ewig dein Osiris. Möge unser Horus uns überleben. Ich denke oft an dich, mein Juwel. Bei Morgen- und Abenddämmerung. Bei Vollmond und Neumond. Wenn der Regen fällt und wenn Amuns Atem mir über den Nacken fährt. Und ich mich daran erinnere, wie du mich dort geküsst hast. Und dieses Gefühl werde ich mit in mein Grab nehmen. Der Brief des Verborgenen auf Papyrus. Ja, ich spoiler nicht weiter. Es gibt ja diverse Hinweise, die man hier so erhaschen kann. Neben den Hauptaufgaben. Und da sitzt Reda. Den könntet ihr, wie gesagt, kennen. Aus dem Vorvorgänger. Und
gesprochen wird er ja, also die Stimme ist ja jetzt nicht jedermanns Fall, das ist Kathleen Gavelich, die spricht unter anderem auch die Rose aus Two and a Half Men oder auch, und das ist ein bisschen offensichtlicher, das Eichhörnchen Sandy aus SpongeBob. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Ja, ihr habt's gesehen. 5 Aufgaben muss ich für ihn erfüllen, um das Pferd zu bekommen, das Pferd des Pharao. Und 3 habe ich schon. Hast du was Neues für mich? Endlich mal jemand Verlässliches, der ordentliche Arbeit macht. Ja, und da sind die übrigen 2. Wenn ich die schaffe, sollte ich das Pferd bekommen. Wahrscheinlich ist das Ziel schon tot. Aber sieh mal nach, um sicher zu gehen. Mach ich. Vergiss nicht, dieser Mensch muss tot sein. Nicht so gut wie tot, vollkommen tot. Okay. Je schneller du zurückkommst, desto höher die Belohnung. Nein, Spaß, die Belohnung bleibt immer gleich. Und bei Reda, der da im Dorf wohnt, kann ich gegen Opale, die ich jetzt auch für diese Aufträge kriege, im Laden was kaufen. Was bietest du heute an? Aber das ist nicht immer spannend, aber manchmal gibt es auch Sachen, die man ansonsten nur gegen echtes Geld kriegen kann. Habe ich mir schon ein paar Sachen geholt und hier bei der täglichen Auswahl ist heute nur ein Segel drin. Das ist jetzt aber nicht so super spannend. Insofern gehe ich mal direkt die 2 Aufträge an. Ich muss los. Bis bald. Also dann, leb wohl. Tschö. Tschö mit Ö. So. Wo sind die denn? Hier ist der erste. Direkt dahin, jemand umbringen. Sollte kein großes Problem sein. Dann rufe ich mal mein aktuelles Pferd. Ja, genau. Und los geht's. Ah, querfällt ein. Komm hier. Einfach drüber. Oh Mann. Schlechtes Wetter, wie hier in Deutschland. So, dann mal den Berg umreiten und auf der anderen Seite hoch. Dann ist es auch gar nicht mehr weit. Oder soll ich kurz klettern? Oh, Pferd schafft das. Sehr gutes Gaulchen, Goldchen. So. So, ein Ziel ausschalten. Mal sehen, was es für eins ist. Na, langsam müssten wir es in Sichtweite bekommen. Ah, da ist ein Lager. Okay. Das kenne ich ja schon. Kurzer Check. Ja. Flieg, Freundin. Also, in dem Lager ist jemand, den ich meucheln soll. Kriegen wir hin. Wir spielen übrigens auf Albtraum. Das heißt, auch Standardgegner sind durchaus nennenswert manchmal, was den Schaden angeht, wenn sie mich treffen. Hier sollte ich vorsichtig sein. Da wird das Ziel schon angezeigt. Wie, ist schon tot oder was? Da oben das Messer. Da hängt es schon. Okay. Hier ist schon keiner mehr. Alle schon tot. Na, hervorragend. Vom letzten Mal alle noch tot. Dann brauche ich also nur hier den Tod bestätigen und krieg meine Opale. Sehr gut. Das war ein einfacher Job. Pfeile mitnehmen. So. Na, was hängst du denn da rum? Willst du mal deinen Tod bestätigen? Ja, also ich würde sagen, der ist auf jeden Fall tot. Herr mit den Opalen. Feder wird sicher davon erfahren.
bevor ich selbst bei ihm bin. Oh, und noch ein Beherrschungspunkt. Kann ich später noch verteilen. So, 5 Opale. Dann schaue ich mal, wo der zweite Auftrag ist. Zweiter Auftrag. Hier. Als vermisst gemeldet. Eine vermisste Person finden. Okay. Auch das ist alles machbar. Ich nutze mal die Schnellreise, damit wir nicht so lange unterwegs sind. Ein neues Schwert und Lukes Speer. Ja, das heilige Schwert ist das. Aber Caelid Bulge bzw. Excalibur ist da schon nochmal einen Ticken besser. Oh, vorbeigehüpft. Wollte ich eigentlich noch in den Heuhaufen. Okay, so, wo ist er denn? 600 Meter. Von Theodfort ist eine auch sehr geil. Diese Typen, die da einfach anklagen. Der Wald von Theodfort ist eine schöne Gegend. Jeden Wegelagerer hier um die Ecke bringen. So, 430 Meter, wir nähern uns. Schon wieder ganz nah sein. Quatsch, fuck. Überblicke das Land, Freundin. Okay, hier in diesem Sumpflager. Ich glaube hier beim... Ah, da sehe ich schon. Hier. Da ist das Ziel. In der Nähe vom Lagerfeuer. Alles klar. Dann befreien wir den oder die Person mal. Hier darf mich niemand sehen. Hm. Weil die so stark sind, reicht da auch nicht nur ein Schuss bei den meisten. Aber dem erst recht nicht. Der was? Ich weiß nicht. Ah, den kriege ich auch nicht mit einem Schuss erledigt. Und wenn die dann anfangen rumzulaufen, schlagen sie Alarm, dann greifen mich gerade alle an. Also das bringt nichts. Gehen wir mal so rum.
kletter doch hoch. Mag sie von hier aus nicht, okay. Dann vielleicht doch da zuerst. Sehen der eine. Ja. Ist tot. Ja, ich komme ja gleich. So, waren das jetzt alle bis auf den Dicken da oben? Gut, weil einen kann ich ja dann auch so angreifen. Guten Tag. Wampenangriff. Das haben wir gerne. So, dann frage ich mal die junge Frau. Vandale. So. Die muss ich nur noch aus dem Lager rausbringen. Bitte laufen Sie mir hinterher. Hallo? Escort. Dann habe ich den Auftrag erledigt. Kommst du? Ja. Danke, Rabenschwinge. Aber gern geschehen. So. Jetzt habe ich die zwei Aufträge erledigt. Mal gucken, was Reda sagt, ob ich jetzt von ihm das Schwert kriege oder ob ich bei Ubisoft Connect mich einloggen muss zuerst. Das Schwert, das Pferd. So. Schnelle Rückreise. Ich habe mir gedacht, für einen Livestream wäre das kurze Ding hier ein bisschen wenig. Deswegen gibt es das heute exklusiv auf YouTube. Ich hoffe, ihr habt Freude dran. Quasi ein Räder-Special. Bin jetzt wirklich gespannt, ob ich das Pferd da bekomme. Ich fürchte aber, ich muss es mir im Shop abholen und ich hoffe, das ist dann auch direkt in meinem Inventar, weil ich mag es natürlich auch gerne nochmal ausrüsten, um es einfach mal zu sehen, wofür ich hier gekämpft habe mit euch. So. Hallo! Sei gegrüßt! Verträge hat er ja nicht. Hast du was Neues für mich? Es gibt Aufträge zum Töten und Aufträge zum... schon vor allem zum Töten. So,
Also da gibt's nichts Neues. Wenn dir danach ist, warten hier weitere Aufträge auf dich. Aber erst morgen. Gut, dann... Ich muss gehen. Bleib gesund. Ich hoffe, ich habe keine Zahnpasta im Gesicht. Fühlt sich die ganze Zeit so an. Ich habe mir vorhin die Zähne geputzt. Dann werde ich mal ganz kurz bei Ubisoft Connect reingucken. Warum geht das jetzt hier? Odin ist mit uns. Das ist noch eine andere Community-Herausforderung. Okay, hole ich gerade ab. Malakka. Was sind denn das für Herausforderungen? Das sind ja ganz andere, als ich da auf der Webseite gesehen habe. Beziehungsweise im Client. Da ist es. Redas bester Freund. Erfülle Redas zeitlich begrenzte Quests, um diese Herausforderung abzuschließen. Ich hab's abgeschlossen und kann sie jetzt direkt abholen. Oh, her mit dem Pferd. So. Berserker-Reiserei. Nochmal 5 Opale. Ah, hier ist heute Weihnachten. So, alles abgeholt. Weiß gar nicht, ob ihr das jetzt sehen konntet, ob das aufgezeichnet wird. Aber ich habe jetzt alles mal hier abgeholt. Und kann zurück ins Spiel. So. Und taucht direkt auf. Habe ich es jetzt schon im Inventar? Also angezeigt wurde noch nichts. Kann ja gerade mal gucken, wie viele Opale zeigt mir Räder denn an. Ich habe ja ein paar neue abgeholt. Eben hatte ich, glaube ich, 78. Ich grüße dich. Naja. Was bietest du heute an? Und jetzt habe ich 93. Also das hat schon mal geklappt mit den Opalen. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Geh ruhig. Ich werde hier sein. Dann gehe ich mal zu meinem Pferdemeister und guck mal, ob das Pferd im Inventar ist. Im Pferdeinventar. Das Pferd des Pharao. Ich bin gespannt. Hallo Stallmeister. Zeig mir, was du anzubieten hast. So. Da ist es. Neues Pferd. Pferd des Pharao. Zack. Im Inventar schnell mal ausgerüstet. Sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Vielen Dank. Ich muss los. Bis bald. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern. Ja, ja. Und Katzen streicheln muss man. Oh. Du kleine Schmusekatze. So. Dann rufe ich mal mein Pferd. So. Tja, jetzt die Frage. Hat sich das gelohnt? Ich mache mal einen Screenshot vor Räder. Könnt ihr selbst entscheiden. Aber wie heißt es so schön? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Insofern, es ist ja auf jeden Fall nicht verkehrt, einfach mal noch ein zusätzliches Reittier unser eigen zu nennen. So. Naja. Vom Licht her ist es gerade für einen Screenshot nicht so super dolle, aber ist okay. So. Mache ich den auch gerade noch. Und dann habt ihr es schon geschafft. Das war das Pferd des Pharao. Das Räder-Special bei Onkel Jo. Schaut gerne mal bei mir bei Twitch rein. Onkel Jo-Live. Da streame ich öfters auch Assassin's Creed Valhalla, aber auch Indie-Spiele, Retro-Spiele. Ihr wisst Bescheid. Also, bis dann. Tschüssi.